Jetzt tritt er diesen zweiten Eckball. Und die erste gute Chance. Erneut Marcel Schied auf der Linie gerettet. Und dann ist es Carsten Lunde, der das Leder unter sich begräbt. Verdient der Beifall von den Rängen. Gerade mal 3 Minuten gespielt. Und dann ist es der kleine, wuselige Marcel Schied. Und auf der Linie ist es Nico Hammann. Und El Lobo ist jemand, der auf den einfachen Fußball setzt. Uwe Wolf. Seit Januar 2012 bei der KSV Hessen-Kassel. Aber jetzt erstmal die Kieler mit der zweiten guten Chance. Da ist er mit seinen 1,73 doch den ein oder anderen Zentimeter zu klein. Der Marcel Schied, um diesen Ball noch drücken zu können. So geht er knapp über den Querbalken. Dennoch die zweite gute Möglichkeit für Holstein Kiel. Und wieder mal ist es Marcel Schied. Und vorne drin, da lauert vor allem Fiete Sikora mit 1,89. Einer der längsten und wieder ist die Fahne oben. Der Treffer trotz des Jubels hier von Vito Sikora zählt nicht. Schauen wir noch mal drauf, ob der Schiedsrichterassistent Arno Bloß da richtig lag. Also diesmal war es verdammt eng. Das ist schwer zu sehen aus dieser Position. Aber diesmal war es nicht so deutlich. Eher umstritten im Verhältnis zu den Malen zuvor. Viele Fehlpässe auf beiden Seiten. Jetzt aber vielleicht mal die Chance für Fiete Sikora. Und er macht es! Fiete Sikora mit dem 1:0 die Führung für Holstein Kiel. Und jetzt steht hier keiner mehr am Holstein-Stadion. 9.500 Fans feiern. Die einzigen, die sitzen bleiben, sind die Kasseler Fans. Fiete Sikora, der Rückkehrer in der Rückrunde, lange Zeit verletzt, in der Hinrunde fast gar nicht dabei. Erster Mann, der hier diesen so wichtigen Treffer nach einer halben Stunde erzielt. Keiner greift ihn an, da lässt der Rahn aussteigen und auch Nulle, den Tunnel da einfach mal. Keine Chance für den Keeper. Fiete Sikora, 10 Treffer hat er erzielt, 9 davon alleine in der Rückrunde. Das hier, sein Elfter, der wichtigste in dieser Saison. Aber die Kasseler, die wirken jetzt nervös. Das merken hier die Zuschauer, das merken die Kieler auf dem Spielfeld. Nulle und die gute Chance zum 2:0 hatten sie im Schlag. Aber da wurde etwas zu überrascht in dieser Situation. Da sieht der Ball von den Fäusten von Nulle vor die Füße prallt. Schöner Schuss. Aber dann doch keine Chance, dann noch in Ruhe zu reagieren. Kein Vorwurf an Tim Sitschlag. Die Chancen sind momentan da. Kein Abseits, Sikora. Oh, klasse gemacht. Gebers war es, der über die Außen mit reingerückt ist, der Innenverteidiger. Der Carsten Nulle da prüft. Klasse, kompromisslos abgezogen. Schön direkt an der Mund, das ist das Tor! 2:0 durch Fabian Wetter. Jetzt steht das ganze Stadion hier in Kiel Kopf.
Fünf Minuten nach der Pause, 2-0 für Holstein Kiel durch den aufgerückten linken Verteidiger, durch Fabian Wetter. Da steht er goldrichtig, immer bei den Ecken, geht er mit nach vorne und in diesem Fall hat es sich bezahlt gemacht. In 32 Spielen in dieser Saison hat er einen Treffer erzielt und dieser, sein zweiter Treffer, kann am Ende Gold wert sein im Aufstiegsrennen. 2-0 Holstein Kiel, was für ein Beginn in dieser zweiten Halbzeit. Natürlich auch hier heute im Stadion, drücken die Daumen für ihren Vater. Und die großartige Chance, schön gemacht, Marcel Schied mit der zweiten Chance, aber das Nulle. Aber schauen Sie gleich mal in der Zeitung, mit welcher Ruhe der Raphael Cazio diesen Ball annimmt, auftippen lässt. Und dann Marcel Schied scheitert an Carsten Nulle, der da gut den Winkel verkürzt, den Ball unter sich begräbt. Aber vorher klasse gemacht von Raphael Cazio, dem Kapitän. Sie lassen Kassel jetzt kommen, aber denen fällt nach wie vor wenig ein. Immer ein Tick schneller, immer mit der besseren Spielübersicht. Der Kieler mit der Chance. Nächste gute Möglichkeit durch den eingewechselten Jaroslav Lindner. Da fackelt er nicht lange, zieht sofort ab. Das ist dein Spiel. Ja, herzlichen Glückwunsch, Raphael Cazio, der Kapitän ist bei mir. Sie haben es aber unwahrscheinlich eilig gehabt, zu mir zu kommen. Den halben Rasen noch im Gesicht. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Beschreiben Sie mal Ihre Gefühle. Ja, ich fühle mich natürlich gut jetzt nach dem Sieg. Vieles, was wir uns vorgenommen haben, haben wir heute erreicht. Und gut, der erste Schritt ist gemacht. Wir haben jetzt eine gute Ausgangsposition für das nächste Spiel und da wollen wir dran anknüpfen. Was meinen Sie, was war heute entscheidend, dass Sie so souverän und so diszipliniert aufgetreten sind und den Gegner ja wirklich im Schach gehabt haben? Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, das war die Disziplin. Jeder hat sich an die Ordnung gehalten, an die Vorgaben, die der Trainer vor dem Spiel gemacht hat. Gerade was in der Defensive, Rückwärtsarbeit angeht, hat jeder sensationell umgesetzt. Der eine war für den anderen da, so eigentlich, wie es die ganze Saison bei uns ist. Und heute hat es einfach gepasst. Hat der Trainer angekündigt und vorher schon verraten, dass die Mannschaft aus Kassel wohl nicht so stark ist? Denn den Eindruck haben wir heute gehabt, als wenn sie ja nicht vielleicht eine Klasse besser sind, aber eindeutig besser sind, zumindest in diesem Spiel. Ganz und gar nicht. Wir haben Respekt vor Kassel gehabt. Wir wissen um ihre Qualitäten oder wussten um ihre Qualitäten. Und das haben wir heute versucht auszuschalten. Und ich denke, das haben wir heute ganz gut geschafft. 10.000 Zuschauer hier im Stadion. Erinnern uns so ein bisschen an das Pokalviertelfinale im letzten Jahr. Was sagen Sie zu der Begeisterung? Wir sehen gerade hier die Fans, die Fotos machen wollen und Sie nochmal anfeuern. Ja, Stimmung, unsere Fans sensationell. Sie haben es gerade schon erwähnt. Hatte heute ein bisschen DFB-Pokalcharakter. 2-0 jetzt im Hinspiel, jetzt das Rückspiel. Meinen Sie, dass Sie nochmal in Bedrängnis kommen könnten oder müssen Sie jetzt endlich aufsteigen? Ich glaube, es wird schwieriger als das Spiel heute. Bei Kassel wird alles geben, wird alles oder nichts spielen. Für die ist es jetzt ein Do-or-Die-Spiel. Und deswegen glaube ich, dass es schwieriger wird als heute. Vielen Dank, Raphael Cazio. Gerne. War ein starker Auftritt. Danke. Vielen Dank. Wir haben gerade mit dem Trainer besprochen und Ihr Tor uns ungefähr 17 Mal jetzt angeschaut. Ja, Glückwunsch. Ich glaube, die Kollegen haben es mitgehört. Werden wir gleich noch einmal schauen. Sie haben so ein bisschen davon profitiert, dass Ihr Gegenspieler wahrscheinlich schwindelig gespielt wurde in dem Augenblick, oder? Ja, ich glaube, er ist weggerutscht. Ne? Er hat vielleicht zu kurze Stollen angehabt heute. Aber, Sieht ziemlich einfach aus, sehr souverän und am Ende ein bisschen auch noch Glück gehabt durch die Beine. Ne? Ein bisschen Glück gehabt. Aber das haben sie sich auch verdient, die gesamte Mannschaft. Und man hat das Gefühl gehabt, dass Ihre Truppe danach so richtig aufgelebt ist. Das war so ein kleines Ventil, was sich da gelöst ja, hat. Ja, ne? Glaube ich auch. Also wie gesagt, es war wichtig, dass wir überhaupt ein Tor schießen und keins bekommen. Und wir haben vorhin schon gesagt, dass 1-0 eine sehr gute Ausgangssituation ist. Und ja, das hatten wir damit dann schon erreicht. Aber wir waren heute einfach, ja, muss sagen, richtig, richtig stark. So habe ich uns lange nicht mehr erlebt. Und dass wir das in dem Moment dann auch noch abrufen heute in so einem wichtigen Spiel, ja, da bin ich
richtig stolz, Teil dieser Mannschaft zu sein. Unsere Runde hat sich so ein bisschen erweitert. Der Torschütze zum 2:0 ist mit dabei. Ist jetzt mit dabei bei uns. Fiete hat gerade angesprochen, das Mannschafts- und das Zusammengehörigkeitsgefühl. Wie hat sich das ergeben, speziell vor diesem wichtigen Spiel heute? Ja, das hat sich eigentlich über die gesamte Saison hingezogen, weil wir haben sehr viele Rückschläge ertragen müssen, sehr viele verletzte Spieler, die erst sehr spät zurückgekommen sind, viele schwere Verletzungen. Dann der Punktabzug kurz vor dem Havelse-Spiel war ein Knickschlag, aber wir sind immer wieder aufgestanden. Wir haben das immer wieder als Mannschaft aufgefangen und das hat uns stark gemacht. Und wir wissen um unsere Qualität, wir haben eine sehr gute Qualität in der Mannschaft. Und wenn wir als Mannschaft so auftreten wie heute, schlagen wir jeden Gegner. Welche Rolle spielt das Publikum, speziell hier bei Heimspielen? Ja, also wie gesagt, wir hatten ja die ganze Saison noch kein ausverkauftes Haus wie heute. Das war natürlich eine wahnsinnig gute Unterstützung. Ja, das hat uns auch natürlich in einigen Situationen getragen, speziell zum Ende raus, wo wir die Kräfte ein bisschen nachgelassen haben. Aber ja, wie gesagt, die Unterstützung war richtig geil heute. Wobei man den harten Kern hier loben muss. Wir haben in der vierten Liga hier einen Zuschauerschnitt von, glaube ich, 3.600 Zuschauern, was für ein Viertligisten sensationell ist. Wir haben ein sehr gutes Publikum. Und mit einem Aufstieg sieht man, was möglich wäre, dass hier eine Euphorie in der Stadt ist, dass wir eine Euphorie entfachen können. Und so können wir gerne immer mehr Zuschauer empfangen. Sie sind sehr optimistisch, sehr konzentriert. Manuel Hartmann, kann da noch im Rückspiel irgendwas schief gehen jetzt? Natürlich. Wenn wir das 3:0 verlieren, sind wir auch weg. Deswegen, wir müssen so konzentriert und so wach zu Werke gehen, wie wir das heute getan haben, unsere Aufgaben erledigen. Und da muss Kassel erst mal kommen. Und wir wissen um unsere Stärke. Und das lassen wir uns, glaube ich, als Mannschaft nicht mehr nehmen. Großer Mannschaftsgeist, großer Team und ich glaube, die Kraft und Leidenschaft ist da, um dieses Ding zu biegen. Und ich glaube, Kiel ist mal fällig, ne? Von der dritten oder von der vierten in die dritten Liga eigentlich aufzusteigen, Fiete. Ja, das war unser Ziel diese Saison. Wie gesagt, wir haben jetzt die Hälfte erreicht, sage ich mal so. Wir haben jetzt noch ein ganz, ganz schweres Spiel in Kassel. Ich glaube auch vor ausverkauftem Haus, 19.000 Zuschauer. Es wird ganz, ganz schwer dort zu bestehen. Aber ja, als Team, denke ich, werden wir das am Sonntag auf jeden Fall schaffen. Da gehe ich mal stark von aus, denn Sie werden auch unterstützt von vielen Fans. Ich habe gehört, 600, 700 werden sicherlich die Reise antreten. Um einiges mehr. Wenn nicht sogar noch mehr. Also bis jetzt weiß ich von über 1.000. Oha, nach diesem grandiosen Spiel. Aber ich glaube, die braucht ihr auch, wenn da 18.000 insgesamt ins Aue-Stadion reingehen. Ja, meine Herren, vielen Dank für diese tolle Leistung, für diesen tollen Vortrag hier. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ein kleines Polster mit 2:0 für das Rückspiel, meine Damen und Herren, das am Sonntag auch hier bei uns an dieser Stelle übertragen wird. Ab 13.50 Uhr das Rückspiel um den Aufstieg in die dritte Liga zwischen Hessen-Kassel und Holstein-Kiel. Das war's.